Einen wunderschönen guten Morgen. Die Vanessa ist da und die Eva ist da. Wo kommt ihr überhaupt her? Aus Köln. Aus Köln. Okay, ja, stimmt, habt ihr da gerade gesagt. Und Vanessa, du bist voll aufgeregt. Ja, Weil es geht jetzt los: einmal Shenmann, einmal Migräne-Piercing. Du bist voll aufgeregt. Ja, und du freust dich. Und du legst jetzt auch los. Nicolo freut sich übrigens auch. Jetzt genau. geht's wieder los, ja. Schienenanschluss und Startklappe, wir haben desinfiziert, die Punkte lokalisiert, ausgemessen, alles eingezeichnet. Und dann können wir auch starten. Auch startbereit. Ja, ne? Vanessa freut sich, sehr gut. Gefrühstückt habt ihr beide. Genau. Ja, sie hat jetzt auch schon Traubenzucker-Intus. Also ja, wunderbar. Traubenzucker ist da. Und ich brauche dir auch nichts sagen. Wir haben ja gesagt, wir machen einfach rein und dann hast du es direkt geschafft. Ja. Okay. So. Und Nummer 1 ist gestochen. Und Nummer 1 ist fertig. Und du hast das Daze Piercing geschafft. Hey. Alles gut? Ja. Wie geht's dir? Soweit gut. Perfekt. Ja, sehr gut. Sehr gut. Du hast ja kaum gedrückt, das ist ja stolz. Jetzt warten wir mal auf das zweite Mal. Das wirst du überleben. Alles gut. Aber das Schlimmste hast du jetzt. Okay. Also das ist jetzt schon mal weg. Das Ausmessen Na? Ist meistens. Das fandst du fies, immer... hast du gerade gesagt. Ja, das genau, Ausmessen die hatte ich nämlich auch. Ja. Ja, das Ausmessen, Na? Das kann auch wirklich mal unangenehm sein. Und beim Stechen geht das dann eigentlich. Ach, wie süß ihr seid. Guck mal hier, so richtig schön Händchen halten. Und dann ist das erste Kissen fertig. Schmuck ist drin. Und fertig. Wie geht's dir? Wow. Sehr gut. Einmal durchatmen, einmal gucken. Wir haben uns Ganz für die Banane versteckt, entschieden. Sieht man gar es ist nicht. Natürlich versteckt. Da zeigen oben wir guckt's gleich, raus. Genau, zeigen wir gleich, ja. wenn es fertig ist. Dann machen wir jetzt erstmal das Kügelchen drauf. Traubenzucker oder geht? Geht noch. Okay. Möchtest du einen Schluck trinken? Ja. Nicht ja, gib mir ruhig eben. Alles gut. So, dann schrauben wir das Kügelchen drauf. Kügelchen ist drauf. Normalerweise hole ich immer das Trinken. Ich war jetzt, hab gedacht, wie soll ich das denn jetzt machen? Trinken, holen und filmen. Ne? Und geschafft hast es. Bringen wir es in die richtige Position. Und das erste Piercing sitzt perfekt. Ihr seid durch TikTok auf uns aufmerksam geworden, hast genau. du gesagt, ne? Okay. Und ihr habt unsere Videos verfolgt immer. Richtig. Okay. Ich habe sie dann überredet. Ah, dich musste man überreden, zu uns zu kommen. Also, nein, aber du hast ja gerade schon gesagt, du hast noch gar keine Piercings, nee, ne? Gar nicht. Genau. Und die Vanessa leidet ein paar Tage im Monat, hast du gesagt? 14 Tage im Monat unter Migräne, okay. Startklar fürs zweite. Vielleicht noch ganz kurz. Kommt ganz kurz, hier, alles gut. Wir sind warm. Besser warm als kalt. Also einseitige Migräne-Piercing kann sein, dass es schon komplett verschwunden ist. Es gibt manche Kunden, die haben eine Seite gestochen und sagen, es zieht sich so ein bisschen auf die andere Seite rüber. Dann muss die andere Seite nachgestochen werden. Aber wenn eine Seite gepierst ist und die Problematik weg ist, dann braucht man auch nur eine. Dir geht's gut? Ein bisschen schwindelig. Okay, noch ein bisschen. Ja, dann warten wir ein bisschen. Jetzt machen wir eine Pause.